Nino, don't you think that's too much bass? Ayo, 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 you know who this is. Cook, finger back from Instagram and WhatsApp. Denn das hier ist der Magic Monday Podcast. Was geht, meine Bras? Was läuft, was läuft, was läuft? Das war Schwobler Talk, weil du machst keine Sina mehr, deswegen kannst du keine Pussy im Gesicht haben. Das funktioniert nicht. Ihr habt gerade einfach über eure Schwänze geredet, ne? So, herzlich willkommen im. Das ist unser Lieblingsthema. Magic Monday. Was? Das ist unser Lieblingsthema, Bruder. Ist auch krank, ne? Kados einfach da und diesmal ab Sekunde 0 einfach schon Dick Talk, ne? Das ist auch ganz gestört. Ganz normal, Alter. Also, es kann wirklich nicht krasser sein, ne? Das ist wirklich das Maximum, mehr geht nicht. Ich feiere das ein bisschen. Sorry, ich halte mich bedeckt. Ich halte besser deinen Genitalbereich bedeckt, bitte. Okay. Das wird schwierig für dich, aber. Gar nicht. Probier's einfach, Bruder. Ja, okay, sorry. Sorry, Alter. Hey, Mann, fuck, Alter, sorry, Mann. Ja, was geht ab? Alles krank. Wie geht's? Ewa, wie geht's? Wie geht's? Was war das, Alter? Dann kommt die Luft nicht aus deinem Maul raus, ne? Einfach Simulation, sag ich dir, wie es ist, ne? Ja, Glitch in der Matrix. Ihr seid fängt so am Schwurbeln, Alter. Ihr seid so Schwurbler, Alter. Ey, das ist echt geil, ja. Seid echt mit Schwurbler, hab ich euch gefickt, Alter. Aber Dino ist unter uns der größte Schwurbler. Nein, der ist auf jeden Fall der Schwurbel-Lord. Bruder, der sagt warum? Einfach... Jetzt kommt's. Der sagt, ja, das Pyramiden, geisteskrank. Was? Schwurbelt, ne? Ja, krank. Naja, Bruder, haben die so nicht gebaut, auf jeden Fall nicht. Aber wenn du so nachdenkst, eigentlich schon 10 bis 20 Jahre, wie haben die das gemacht? Ja, Bruder. Also Lang, du brauchst länger für dein Haus, Alter. Kann natürlich ja, auch Ja, nicht sein. Ganz, aber kommt ungefähr hin. Ja. So, kommt ungefähr hin. Ne, ist schon krass. Kann sein, diese Wissenschaftler machen Schwurbler-Talk daraus, Alter. Wie gesagt, diese eine Serie, das war wirklich geistkrank, Alter, wo die diese zwei Köpfe, so Statuen von denen nebeneinander gehalten haben. Ja, ja, und die sind perfekt identisch. Die haben die mit Gips abgeformt, die eine, haben das auf die andere gemacht, das war einfach identisch. Nee, ja, das schaffen die Leute natürlich heute auch mit Hammer und Meißel wirklich identische Dings zu machen. Ja, war Bronzezeit, Bruder, was soll ich denn sagen? Ja, ja, war krass. Aber was? Die hatten damals iPhone 12. Das hat so vermessen, weiß mit Wasserwaage. Ja, ja, AR. Aber was ist euer Favorite Schwurbler-Talk? Meiner was so der geilste Schwurbel, den ihr gehört habt? Also meiner ist tatsächlich Pyramiden, ja. Was ich jemals gehört habe? Bruder, ich habe jemanden gehört... Der kann das bezeugen. Es gibt jemanden, der sagt... Oh, Alter, ja. Es gibt jemanden, der sagt, Bruder, an dem und dem Tag... Am 2000, 23. Nee, Dezember. Das war, ja, irgendwie sowas. Da habe ich das letzte Mal geweint. Meine Ex-Freundin hat mich verlassen. Ich habe geweint. 2008. Ohne Ende. Ich Was habe geweint. Was ist 2008 passiert? Thailand. Umweltkatastrophe. Tsunami. Tsunami. Aus meinen Tränen wurde Dings. Ich habe seitdem nicht mehr geweint. Ich sag, Bruder, bitte, was erzählst du da? Sagt er, ja, was denn? Gab es seitdem nochmal ein Tsunami? Ey, das ist Schwurbler-Talk, ne? Der schwurbelt, ne? Das ist wirklich Schwurbel. Der hat das erfunden. Das ist geschwurbelt. Bruder, der hat das erfunden. Der sagt... Der schwurbelt kaputt. Bruder, der sagt... pass auf. Der sagt, am 13. April? April 2000... 27? Nee, warte. 29, weil 9... 2... 2029, weil 2 plus 0 plus 2 plus 9 sind 13. Da wird die Welt untergehen. Da wird die Welt untergehen. Und wenn nicht... Dann ist, weil er der Präsident der Welt ist. Der alleinige Herrscher der Welt. Ja gut, das kann sein mit diese 2029 irgendwie. Das macht schon ein bisschen Sinn, ne? Ja klar, logisch. Das macht ein bisschen Sinn tatsächlich. Der sagt so, was auch geisteskrank ist. Der sagt so, Bruder, ich bin in Kontakt mit denen. Ich sag, mit wem? Egal. Mit wem? Bruder, egal. Du verstehst das sowieso nicht. Es gibt ein Video, wo wir zwei mit dem irgendwo saßen. Und der gottlos angefangen hat, uns zuzulabern mit so Schwurbler-Talk, Alter, mit so richtigen Verschwörungsshit. Schwurbel ist so krass. Pass auf, warte. Krass. Warte.
Dann, oh. Der hat richtig losgelegt, ne? Richtig losgelegt. Und ich hab so einfach nur so mein Handy so laufen lassen und nichts gesagt, ne? Und du ich hörst einfach von dem, was? Was willst du mir jetzt sagen? Was denn? Was? Was siebte Mal? Was denn? 13, Amenako im Fix mein Kopf. So, der rast aus. Und der. Wie bei Tischtennis direkt, ne? Kurz der einfach nix, der so, ja, egal, du verstehst das nicht. Wir werden sehen. Wir werden sehen. Bruder, ich sag am 14. April 2029 macht der dickste Amoklauf, Alter. Weil er denkt, Amenako, warum ist mir nicht untergegangen? Irgendwas muss jetzt passieren. Warum bin ich nicht Herrscher? Scheiße. Weißt du, was aber das Krasseste ist? Der ist ein netter Typ, ne? Also, der ist wirklich, auch, ja, ja. Man kann nicht sagen, der ist ein netter Typ. Aber der ist nicht, halt geisteskrank am Schwurbeln. Ja, aber der ist nicht nur netter Typ, der ist auch X-Schwurbler tatsächlich. Der schwurbelt, ne? Kaputt. Guck Alter. Mal, weißt du, was meine Lieblingstheorie von ihm ist? Der Mond ist ja kein Planet. Ja, ist ein Raumschiff. Ein leerstehendes Raumschiff. Gut, aber man muss sagen, gut, nur Armstrong war auf Mond, ne? Also, keine Ahnung, der hängt da auch mit drin, 100%. Pass auf, so, pass auf. Diese Diskussion kommt auf, er sagt das. Alle sagen, ey, Bruder, was laberst du? Sagt er, ja, was denn? Man sieht immer nur die eine Hälfte. Komisch. Ist schon verdächtig. Also, ich glaube auch, langsam macht das Sinn, dass das ein Raumschiff ist. Ja, ne, Rückseite ist nämlich Raumschiff. Ey, ist zu krass. Ey, ist wirklich zu krass. Es gab noch mehr. Es gab noch mehr. Ich habe den lange nicht gesehen und lange nicht mit dem geredet. Aber zu der Höchstzeit, wo man den so jeden zweiten, dritten Tag mal gesehen hat, irgendwo in der Stadt, Alter, hätte ich dir jetzt hier eine Stunde lang nur darüber erzählen können, ne? Ich würde wirklich Haus und Hof drauf verwetten, dass diese Gespräche in einer Shisha-Bar stattgefunden haben, ne? Klar, nach Feierabend. Das ist der Shisha-Bar. Das ist der Talk, ne? Das ist der Schwurbler-Talk, ne? Ja, der schon mal wurde nachgedacht. In Shisha-Bars erfunden. Shisha, Schwurbeln. Ja. Ne? Okay, ich habe noch ein Ding. Das fand ich Schlangenbruder. Ich habe noch ein Ding, was ich erzählen kann. Da warst du auch, das war dieser Abend. Wir sitzen draußen. Wer sitzt du da? Sagt er, ja, so und so. Ja, meine Schwester kriegt jetzt Kind. Ich habe vorher schon gesagt, was das wird. Ach so, ja, stimmt. Ja, okay, 50-50 Joker gezogen. Stimmt. Warte. Der so, Bruder, 22 Mal wurde ich gefragt, was werde ich in Zukunft kriegen? 22 Mal richtig. Ich habe dein Auge für. Ich so, okay, jetzt fick ich den. Ich so, Bruder, guck mal, hier ist mein Vater. Hier ist deine Frau. Was kriegen die? Der macht so. Wirklich, so. Auf mein Gesicht. So, ja, nee, so, ne? Bist du Einzelkind? Ja. Krieg 100% ein Mädchen. Ich sag, du Schwanz. Ich habe einen kleinen Bruder. Ja, man kann auch mal falsch liegen. Nee, Alter, doch, du sagst gerade... Nein, hat er nicht recht. Wer 22 Mal richtig liegt, einmal falsch liegt, einmal ist keiner. Hat er recht. 100% nicht 22 Mal richtig. Ja, hat er recht. Der labert so einen Schwurbel, Alter. Nein. Ich glaube eher, dass du schwurbelst, weil er hat nämlich gesagt, Sohn 100%. Der war dabei. Der hat Sohn gesagt. Der bestimmt, hat Mädchen, ne, gesagt. Ey, das war so cringe. Ich kann mich an die ganze Geschichte nicht erinnern. Alter, ja, halt dann fest. Weil der nicht schwurbeln will, einfach auf, so, ja, weiß ich nicht. Das Krasse mehr ist. Einfach Paragraph 51 der, gezogen, ne? Das ist aber bei dem immer, also bei vielen, die so ein Shit erzählen, ist immer so, ja, die erzählen dir, dann widerlegst du das einmal kurz. Ja, gut, einmal kann ja sein, also. Alter. Ja, aber ist ja so. Wenn er dafür 20 Minuten. Der hat echt geisteskranke Stories immer gehabt, Alter. Ja. Hör auf zu schwurbeln, Alter. Der hat alles. Pyramiden sind Antennen für Aliens. Ja, das sind deren Stationen. Genau, das sind deren Antennen. Ja, nee, kennst du 5G-Antennen? Das ist die 5G-Antenne mäßig für die Aliens. Das ist schon geisteskrass. Ey, ne? Bruder, das musst du. Und dann kam halt natürlich immer dieses, ich werde alleiniger Herrscher. Aber der raucht keinen Stani, ne? Der raucht gar nichts. Nur Shisha. Nee, der muss nein, was nein, rauchen, 100%. Nein. Der raucht nur Shisha. Bruder, du musst ja so geben, der hat da gesessen... Und jedem erzählt, dass er der alleinige Herrscher der Welt wird. Und immer, wenn die Leute gelacht haben, klar, ne, kam genau das. Ja, lach mal. Weißt du, was noch viel krasser war? Der sagt, ich kann in dieser Runde hier sagen,
wer alles eine tödliche Krankheit hat. Ja, stimmt. Es gibt einen hier, der hat eine tödliche Krankheit. Der wird die nicht jetzt merken, aber so in 10, 15 Jahren. Ja, wer denn? Ja, das kann ich nicht sagen. Ich darf nicht. Warum nicht? Ja, ich darf nicht. Wie, du darfst nicht? Alter, wenn der doch eine tödliche Krankheit hat. Genauso, ja, genauso aggressiv sonst ist der. Sonst sagen die mir das nicht mehr. Du Schwanz, Alter, sag sofort. Das ist... Das genau so, auch mit dem Schlauch so. Du Schwanz. Sag sofort, du Schwanz. Achso, ja gut, dann. Das ist krank, Alter. Geil, Alter. Ja, nee, genau so war's. Ey, das ist aber auch so die Schwurbler-Taktik tatsächlich. Ne? Einfach so, ja, ich kann aber nicht. Genau. Ja, so, weil Bro. Du kannst dann ja, wenn der die ganze Zeit sagt, ich darf nicht, dann kannst du auch nicht widerlegen. Okay, und so, guck mal, okay, pass auf. Der schwurbelt den ganzen Tag rum. Ja, und der schwurbelt auch wahrscheinlich bei Meckes-Mitarbeitern, wenn er sich einen Burger holt. Aber pass auf, ich mache jetzt eine Überleitung, geistkrank. Von Schwurbeln... Ich weiß, was kommt, ne? Habt ihr Keanu-Dings? Habt ihr Keanu-Flair-Diss und PA Sports-Flair-Diss gehört? Also, ja. Damit wir auch mal hier, wir gehen jetzt auf Themen ein, wir sind ja bald bei Staffel 2 von Magic Monday, nach Folge 58.000. Ja, wir gehen jetzt auf Hip-Hop-Themen ein, habe ich gehört. Ja, also... Kann ich nichts mit anfangen. Ich wäre lieber bei Schwurbeln. Ja, ja, das ist klar, weil du bist ja auch Schwurbinho tatsächlich. Ja. Aber ja, also Keanu's habe ich gehört, fand ich geil, aber ja, bei PA war schon... Aber ich fand den Song... Ja, ja, war geil gemacht. Ja, ich fand den Song von Keanu's besser. Ja? Ja. St. PA hat mir ja so grundsätzlich schon besser gefallen. War aber halt mehr Song. Ja. Das andere war halt einfach nur so Dings. Ja, so ein paar Bars einfach, ne? 150 ja, Terror-Bars. Nein, nein, ich meine von Keanu's. Ja, ja, ja. Zwei das Minuten waren, noch was. Genau. Ne? Die waren auch schon knackig so, ne? Aber, Das waren... Ja. Also Performance war Hot 16 und Dingen so... Lyrics-mäßig war so sportlich einfach. Ja, ja, war sportlich, war hart sportlich so, war wie englische Champions League, ne? Also ich englische muss ehrlich Schiri? Sagen, Alter, ich fand das Krasseste eigentlich an diesem Diss von PA waren die Sprachnachrichten, Alter. Ja, die waren crazy. Ja, die waren also das crazy. Ist halt wirklich auf die Fresse, ne? Ja, das ist eine richtige Faust, Alter. Das war ekelhaft, auf Das ist ein Fall. Richtiger Knock. Aber ohne diese Sprachnotizen hätte es halt nicht so geknallt, ne? Das meine ich ja, das war ein richtiger Knock. Diese Sprachnotiz am Anfang kickt, also danach kannst du über ja, ja. SpongeBob rappen, Alter. Jeder denkt, Alter, der hat gerade zugegeben. Ja. Weißt du? Ja, das ist halt so, wie wenn du jetzt die Crowd anfeuerst, du heizst den richtig ein, gibst den richtig Gas frontal und dann sind die komplett heiß und dann kommt Main Act auf die Bühne so. Ja, ja. Ja, na, also du bist direkt on fire, du bist direkt geframed, du weißt sofort, okay, auf die Fresse jetzt. Boah, da waren Lines dabei, ne? Die waren ja, ja. Also die waren schon wirklich krass, das mit der hier, ich zieh mir Flair-Maske auf, damit deine Mutter dich auch mal liebt. Das war schon crazy, ne? Also die war schon hart, ne? Also, ja, aber das sind halt, das sind für mich so Belang, also das sind so. Ja, ja, klar. Weißt du, so, das sind so Lines, Alter, so, ja, okay, hatte gerade Mutter beleidigt von dem, so, okay, der, ich hab. Ja, aber ist halt eine ich Grenze, hab Mutter ne? Einen Arsch gefickt. aber ist halt eine Grenze auf jeden Fall, ne? So, die muss erst mal. Auf jeden du Fall. Du machst Holland auf quasi, ne? Ja, safe. Aber ich fand so die Sachen, wo er so spezifisch, so ja, mäßig, du schickst mir den auf den Hals und machst so und bla bla. Ja, 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 unnormal. Das war schon, das ist schon hart, Alter. Ja, unnormal. Also die ganzen, also waren viele Infos so, ne? Muss ich auch sagen. Auch mit dieser Oceans-Geschichte so, Düsseldorf. Das fand ich geisteskrass. Ja, das war wieder klar. Da, ja, 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 das war, Alter, das war so klar, ne? Man aber das ja fand jemanden, ich wirklich geisteskrass, weil, Bruder, also wenn das stimmen sollte, ne? Dann ist das so gottlos, Alter. Jani, du schickst deine Alte im Oceans ackern? Oder war das, er hat sich die Alte vom Oceans geklärt? Boah, ich weiß es gerade nicht. Da war auf jeden Fall eine Line, keine bla bla bla, deine Alte geht für einen 60er Oceans oder so, ne? Ja, irgendwie ja. So war das. Für, genau, ja, irgendwas mit 60er Oceans, keine Ahnung. Aber du hast doch ein Telefon. Kannst du ja. Ja, mein Telefon ist tatsächlich am Filmen. Und dein anderes? Das liegt hier. Steht die Wasserflasche drauf, Bruder, ja. Geht gerade nicht, sorry. Ah, okay, kein Problem. Geht nicht, Bruder. Ja, egal.
Auf jeden Fall fand ich, was ich auch eine sehr, fand ich coole Line. Du trinkst meine Pisse, damit du so flowst wie ich. Ja, die ist auch frech, ja, die war auch geil, ja. Und der hat diesen Drake ausgepackt, ne? Ja, ja. Das hast du gesagt, das hast du mir gestern gesagt. Und da sag ich dir offiziell Schwurbelei. Geschwurbel, Alter. Also das hat mich auf jeden Fall daran erinnert. Geschwurbel. Ja, also ich weiß, was er meint. Hat er das schon gesagt? Ja, ja, der hat mich, Bruder, der steigt ins Auto ein, schwurbelt direkt los, Alter. Schwurbeltalk. Was geht, Bruder? Ey, ohne Scheiß, PA, Drake, ne? Ist klar, klare Sache, ne? Schwurbelt direkt rum. Aber schon so komisch. Also so wie du das erklärt hast, so macht das Sinn, ne? Dieses Jahr, das ist so ein Klassiker. Das ist aber echt ein Klassiker, Alter. Also wenn du jemanden... Aber ist halt so direkt nacheinander, Bruder. Ja, aber wenn du jemanden disst, guck mal, da haben jetzt zwei Leute Streit. Der Budden hat Streit mit Drake und Drake ist nun mal I get the money for fun. Ne? So, der ist halt, der ist top-notch, ne? Mehr geht nicht, Alter. Er hat eine Boeing 747, was willst du? Ja. So, und PA... Als Private Jets. Ja, ja. Das ist so gottlos, Alter. Und ja, PA, muss man ja sagen, ne? Also geistkranker Labelchef und kam halt für mich gefühlt so als Labelchef fast schon aus dem Nichts irgendwie, ja, was hast du hast als, als so, Labelchef, ja. Du hast das nicht so, also ich habe das zumindest nicht so wahrgenommen. Ich eigentlich so, boah, mit Jamule, ne? Jamul, 40, ja. Geil, okay, das poppt. Diese Ruhe ist auch nicht schlecht. Kianush ist auch auf Drive, die haben dieses Desperados 2 gemacht. Anna kam, Output, zack, zack, zack. Und du, das hat so kontinuierlich, was kleine Steps kann man jetzt auch nicht sagen, aber immer gute Steps, war nicht so dieser, zum Beispiel so ein Meadow-Hype, so pam. Aber es war so zack, zack, schön nachhaltig aufgebaut. Ey, geisteskrank. Sehr gut gemacht. Also man muss sagen, also ich würde sagen, als im Deutschrap, als Label Work, ey, der ein Rapper als Label Chef, krank, hat er, glaube ich, die beste Arbeit geliefert bis jetzt, so, ne? Ja. Würde ich mal behaupten. Also auf jeden Fall sehr gut. Nachhaltig vor allen Dingen, ne? Ja. Seit Jahren. Also ja. Wenn du jetzt klar, so Bushido, Babassar, damals diese Era, das war auch krass. Ja. Aber sobald, also das war alles sehr kurzlebig. Ja, das stimmt. Aber jetzt hat er schon wieder einen, der hat jetzt den Yakari. Ja. Der ist, also, zack, ne? Also, ich meine, der polarisiert auch, ne? Der ist auch wirklich komplett frech, der Typ, ne? Ja. Der hat, also, ich feiere den, aber der ist ja, nice. Der ist cooler der Typ. Der ist auf jeden Fall nice. Der ist so ein bisschen crazy, aber der macht das auf jeden Fall sehr wild. Was ich ihm aber lassen muss, der war bei Ali. Ja, Ali, ja. Boumaier. Ja. Und der Grund, der sagt zu dem, ja, ich hab dich auch gedisst. Warum ich dich gedisst habe. Genau. Aber eigentlich hat er recht. Ne, weil er sagt so, ey, der nimmt so eine CD raus, hat so eine CD Classic so, ne? Da war ja hier Bushido Shindy Collab und Ali war auch drauf und er hat eine Unterschrift, glaube ich, sogar von Ali auf der CD. Und dann sagt er so, guck mal, du warst hier und jetzt sitzt du in TikTok-Livestreams. Und sagst, schick mir eine Rose, schick mir eine Rose. Und nicht, ey, ja. Hat der recht. Und so, der sagt so, ey, scheiße, hast du mich gefickt? Ja, hast du recht, ne? So ist, hat er schon recht so, ne? Also, eigentlich muss man so jetzt gerade, wenn, ja, Deutschrap ist halt nicht so boom wie vor 4, 5 Jahren, so, da war ja komplett behindert. Ja, so, ja, ne? Stimmt. Muss eigentlich auch so ein bisschen dranbleiben, ne? For the culture so mäßig. Muss natürlich jetzt nicht übertreiben, aber so ein bisschen, ne, man profitiert davon, man gibt auch so ein bisschen zurück irgendwie, ne? Ja, ja. Ja. Aber gut, was willst du machen, Alter? Jetzt, keine Ahnung, Luciano hat auch durchgespielt, Alter. So, jetzt macht er diesen Chicken Store da auf. Ey, irgendwann ist auch mal Feierabend, da müssen halt neue Leute nachkommen, kann ich auch irgendwie verstehen, ne? Ist so schmaler Grad safe. Irgendwie. Ja, 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 safe. Aber ja, war auf jeden Fall krass, Alter. Ja. Aber was gestern hier gegeben war, das ist krank, krass, ne? Ja, ist krass gemacht. Also, auch dieser Trap-Part, den fand ich auch gar nicht so kacke, Alter. So, als er reinkam, so wie, Flizzy, was ist los? Ja, der, ja, kam geil, Alter. Also, ich bin mal gespannt, was jetzt noch kommt, ne? Weißt du, welcher Diss-Track jetzt noch kommt, ne? Nee. Kapi. Der hat so ein Ankündigungsvideo gemacht als Joker. Fand ich aber eigentlich ganz geil gemacht, so, ne? So richtig auf crazy und hast du nicht gesehen. Und wenn der Freitag, 13. Oktober rauskommt, auch geiles Datum für ein Release, ne? Freitag, der 13. Ja, aber also morgen. Also morgen, die, jetzt in einer halben Stunde. Ja, ja. Ja, wir haben nämlich gerade die letzten Sachen, die der
rausgehauen hat, war auf jeden Fall geisteskrank tot. Nee, die fand ich auch nicht nice, muss ich auch ehrlich sagen. Also die letzten Kapi-Sachen fand ich auch nicht so krass. Diesen Diss auf Yakari da, dieses Yakapi, den fand ich auch nicht so geil. Ja, aber ist auf jeden Fall sick. Aber ja, letztendlich, ja, PA schon. Wer auch noch kranker Label-Boss war, ist halt früher gewesen. Also immer noch Elvia, ne? Auch mal geistkrank abgeliefert. Aber ist kein Rapper. Nee, ist kein Rapper. Aber ich meine so als Rapper. Ja, ja, das ist geistkrank. Also stimmt, da gibt's eigentlich. Obwohl, Bushido war ja auch nicht Label-Boss, ne? Ja. Da war ja, hat auch nicht Management gemacht, so, ne? War halt Hauptkünstler, so. Hat das schon represented, ne? Ja, aber es war schon. Ja, PA macht das so richtig so mit Aufbau und denkt schon was dabei und alles, ne? Der muss schon mit Verträgen rumschlagen. Kool Savas war auch krass damals, ne? Ja. Ja, also Optic Records. Echo damals. Aber ich glaube, da war auch viel Mel Beats beteiligt, so, ne? Das macht ja keiner alleine, Alter. Also ich glaube auch nicht, dass PA Sports das komplett alleine macht. Ich habe bei Dingen, habe ich das gar nicht mehr so krass in Erinnerung, ja? Bei Kool Savas. Ja, ja. Weil, aber Echo hatte natürlich da? Boom, ne? Ja, Echo? Ja, aber Echo kam halt geisteskrank, ne? Ja, aber wer kam noch von dem? Ja, stimmt, hast recht. Also ich glaube, es gibt keinen außer Savas und Echo, die noch aktiv sind. Hast du den Schwurbel aufgedeckt gerade, ne? Ich bin der Aufdecker der Schwurbler. Das ist auch geil. Schwurbel. Schwurbeltalk. Nice. Okay, ja, was haben wir noch? Was ist noch so passiert, Alter? Mhm. Sorry, ich wollte dich nicht unterbrechen. Ja, alles gut. Aber ich sag mal, Farid war auch eigentlich ganz geil, ne? Also, ja, stimmt. Farid hat auch krass. Also der hat dieses Label-Chef als Rapper-Game eigentlich. Ja. Neuer da wurde er damals noch ausgelacht von Elvio, glaube ich sogar, ne? So, haha, machst du Banger-Musik jetzt auf, ne? So als krass, Provokation ein bisschen. Guck mal, wer da alles war, ne? Bro, Alter, also wenn man sagen muss, Summer, ja. Casey, ja. Ja, Bruder, also zweimal Deutschrap, erste Garde rausgebracht, ne? Dann er selber. 18 Karat war auch da. 18 Karat war auch gut unterwegs. Auf jeden unterwegs. Fall so eine Nische, die auf jeden Fall von dem gut. Ja. Also von Zahlen her kann man sagen, ja, dann auf jeden Fall Bundesliga so, ne? Oder UEFA. UEFA Cup war nicht ganz oben, aber ey, hat super funktioniert. Ja, der hat schon am Arsch gebracht, ne? Dann war noch irgendeiner da, der hat nicht so funktioniert, glaube ich. Also, das weiß Marjo und Jasko war noch da. Marjo hat auch eine Zeit lang richtig gut. Gerade mit Kollegen. Performt, mit Kolle so die Zeit, das war auf jeden Fall krass. Dieses von Salat, Schrumpf, dann selbst und so ein Scheiß. Geisteskrank, ne? Alter. Haben diese lustigen Songs gemacht. Das hat auf jeden Fall geistkrank knallt. Also bei Farid ist auf jeden Fall auch viel. Aber ich glaube, bei Farid war auch viel Dingen, ne? Also darf man nicht vergessen, hier. Die haben auch richtig reingehasselt, ne? Stimmt. Also die sind. Rallo und Mo? Ja, egal wo. Selbst als wir hier in Düsseldorf bei diesem Event waren, als der dann Hafti gebucht hatte. Mhm. Weißt du noch? Mhm. Bruder, selbst da waren beide da. Also ja, Mozart auch damit zu tun. Mozart hat safe viel gemacht. Also, ne, die haben ja, also Rallo und Mozart, die haben ja, also eigentlich. Ja. Das aber eigentlich, so kann es auch nur funktionieren, ne? Wenn du so ein Label hast, dann musst du halt auch wirklich, das ist Arbeit, Alter, gerade diese ganzen Promo-Sachen zu machen, hin und her, ne? Ich meine, Qatar hat auch eine krasse Arbeit gemacht eine Zeit lang. Ne? Jetzt ja, stimmt. Natürlich, ja, jetzt ist natürlich scheiße, ne? Jetzt ist natürlich scheiße, aber eine Zeit lang. Klar. Also auch der Ansatz, so groß zu werden, von der Idee her. Ja, musst du auch erstmal trauen. Bei Qatar war ja auch so, der hat ja zwei Phasen durchgemacht. Der hat einmal diese CEO Schwester Ewa, Kalim, einfach Kalim, Alter. Ja, damals auch auf Boom Bap. Ja. So. Dann kam später noch Enno dazu. Boah, wie heißt nochmal dieser leider nein, leider nicht. Oder leider nein, leider gar nicht von CEO und Kalim. Puh, ey, Banger, ne? Ja, ja, auch, die haben ja. Alter, das Video einfach CEO in Einkaufswagen durch die Gegend, ne? Also, geistkrank. Qatar hat auf jeden Fall auch geisteskrank am Anfang. Ja, ja, stimmt, musst du auch sagen. Ja, also, das war schon so eine Phase auch, ne? Das war alles so zur ähnlichen Zeit. Farid, Qatar, das war so diese ganze Dings. Da war ja noch dieser Diss zwischen KC und Qatar. Stimmt, ja, der war auch gut. Ja. Der war auch gut. Was war, wie hieß das? Du hast gestern gesagt, Dis da oder so? Dis da, ja. Stimmt. Stimmt. Ja, is da. Ja, ja, das war eine krasse Zeit. Ja, auch nochmal. Das war eine krasse Zeit. Das war auch crazy. Was noch so rausgekommen, jetzt Drake-Album? Ja, habe ich noch einmal durchgehört, so ein paar Mal. Also zwei Songs finde ich ganz nice, glaube ich, sind mir im Gedächtnis geblieben. Klar, natürlich jetzt das mit Yeet, ne? Ja, das geht jetzt gerade voll. I get the money for fun. Ey, das ist, ich glaube,
das macht er teilweise extra, ne? Das, ey, das ja, ist safe, so krass, Alter. Ich habe das paar Mal gehört, das Album, ich find's schon geil, Alter. Ja, also ich fand das mit Party Next Door übertrieben geil. Ich fand auch Daylight, fand ich richtig krass. Mit J. Cole, muss ich sagen. Der Song hat mich richtig geflasht. Pray for Shooter, oder wie heißt das? First Person Shooter. First Person Shooter. Das muss ich sagen, hätte ich von J. Cole niemals gedacht, dass der auf so einen Song geht, Alter. Das Ding scheppert so hart rein. Auch die Line mit Me looking at Drake is like the Spider-Man Meme. Weißt du, wo die so. Also, krasse Songs dabei. Ja, das ist eine geistkranke Line, ja. Und ich habe gestern schon zu Kato gesagt, es gab ja mal diese Zeit, wo. Ich meine, er war sogar angeklagt. Korrigiere mich, falls ich jetzt falsch liege. Wegen diesem XXXTentacion-Mord. Ich weiß nicht, ob der angeklagt war. Der war auf jeden Fall vorgeladen. Der war vorgeladen, ja. Das meinte ich auch gerade damit. Weil irgendwie, der hat ja auch dann immer gestichelt in dem Song mit 21 Savage, hier dieses Maybe I should do a 20, break that 20, do a 10. Ne, bla, wegen XXX dann und so. If he held his mouth on that life, he'd be alive again, weil er in so einem Livestream gesagt hat, fuck Drake und bla bla. Und jetzt hat er halt einen Song gemacht, der Daylight heißt, und der sagt, shut him in daylight und I wasn't at the scene. Weißt du, so auch so leichte, ich meine, er spielt safe mit diesem ganzen Shit, ne? Der spielt safe mit der Idee so. Naja. Ist auch krass, ne? Aber, weil dann geht der Schwurbeltalk nämlich los, ne? Genau, ja, weil die Leute so denken sich dann halt gewisse Sachen so, ne? Das ist so ein bisschen Kolja-mäßig, ne? Hast du eigentlich Geburtstag? Ich hatte Geburtstag, mein Bruder. Alles Gute. Danke, mein Bruder. Tatsächlich am 2. Oktober. Ah, ja. Echt? Ja. Krass, das ist Skorpion, Alter. Wirklich. Dankeschön, mein Bruder. Ist das Skorpion? Muss schon meinen Kalender eintragen. Nee. War nochmal Skorpion? Scorpio? Weiß ich nicht. Scorpion wins. November. Fall, ja, November, meine Mom ist Skorpion. Ja. Ja, toter Typ. Auf jeden Fall. Bei dir Sternzeichen Schwurbel, ne? Schwurbler. Ich bin tatsächlich Schwurbler von Beruf her. Nee, aber fand ich krass. Aber also, die geilste Ansage, die Drake jemals kassiert hat, Safe Call von Soldier Boy, ne? Drake? Alter, dieses Interview, ne, mit seinem scheiß Gucci-Stirnband, Alter. Also wirklich komplett geil, ne? Wie der da ausrastet, Alter. Und dann denkst, hey, ja, du hast doch von dem geklaut, da und da und da und da. Halt's Maul, Alter. And you fat as fuck. Ja, genau. You fat as fuck, genau so war das. Geile Antwort. Sehr geile Antwort. So, du siehst in seinem Gesicht richtig so, okay, der hat mich gefickt. Du bist fett. Das ist genauso wie auf die Frage, hast du die Kameralinse sauber gemacht? Ich habe sie zumindest nicht dreckig gemacht. Das ist ähnlich. Und ich fand krass, welcher Song war das? 7969 Santa? Von Drake jetzt? Schon nicht gehört. Auf einmal Snoop Dogg? Ja, ach so, ja, diese Ansage. Ja, die war auch krass. Also das, B-A-R-K-L-K Radio. Geil, Alter. Welcher Song mir aber direkt im Gedächtnis geblieben ist, ist Screw the World. Dieses Chopped and Screwed Ding. Ja, ja, ja. Alter. Der hat doch eine Line. Boah. Like that DJ from Houston und bla 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 bla. Ja, das DJ Screw. Klingt so behindert, ne? Muss man auch an der Stelle sagen, wer DJ Screw nicht kennt, einmal bitte gucken. Einfach mal Hip-Hop Evolution gucken bei Netflix. Song, I remember. Wie hieß der Song? Far ja. Away from Home? Ich Away from Home. Ich könnte dir die Namen nicht sagen, ich höre einfach durch. Boah, Bruder, dieser Away from Song, Home. Ne? Müsste Away from Home sein. Nee, fand ich aber, also Album hat mich, fand ich, am Anfang fand ich ein bisschen schwierig. Ist halt Drake-Effekt, ne? Ja, aber so nach zwei, dreimal hören, schon echt gut, Alter. Ja, Drake-Effekt ist halt crazy, ne? Also, der bringt raus und Leute geben sich wirklich die Mühe, da 4-5 Mal reinzuhören und dem eine Chance zu geben. Das ist eigentlich der Status, den du halt, das hast du ja erarbeitet so. Und die Leute wissen, okay, du machst immer Quality-Shit, das ist geil. Deswegen, okay, nochmal, ja, okay, jetzt check ich's halt langsam, ne? Ja, das stimmt. Das ist so das Ding. Das stimmt allerdings. Aber. Ja, sehr geil. Welchen Song ich sehr, sehr krass pumpe in letzter Zeit, ich hab das, irgendwie dieses Lil Baby-Album, It's Only Me, komplett, ich höre fast nur noch das ist geisteskrank, ne?
Das ist schon älter, ne? Ja, ja, ich glaube von 2020 oder das so. Das ist dieses Cover-Gemälde-mäßig. Ja, wo so verschiedene Köpfe von dem drauf sind. Ah, jo. Ey, Real Spill, ne? Der erste Song. Boah. Boah. Ich muss sagen, ich bin wieder ein bisschen auf diese aktuelle Gunner-Album wieder kleben geblieben, Alter. Ich habe mir das gestern nochmal gegeben. Ja, ey, Bruder, das ist crazy, so ne? Stark. Ja, der hat es ein... Es ist so ein starkes Album. Der hat so ein Set hochgeladen. Ja. Gunner irgendwas Live-Set. Okay. Da sind auch alte Songs von dem mit drin und so. Das ist geil zu hören, Alter, weil da sind die neuen Sachen mit so ein paar älteren gemischt und so. Ja, sehr gut. Was halt auf Tour spielt wahrscheinlich, ne? Genau. Gunner ist echt, also... By the way, habt ihr dieses, bei TikTok ging das so ein bisschen, bei YouTube Shorts und so habe ich das gesehen, wo der diesen Afro-Song singt. Alter. Nee. Gottlos. Nee? Geisteskrank. Der hat so eine brutale Stimme. Der hat das so gerockt und welcher Song war das nochmal? Hier dieses, wie heißt der Typ nochmal, ja, der... Egal, auf jeden Fall, der singt das. Bruder, der ist mit auf der Bühne, der andere. War das dieses Colosso? Nein. Nee, das war nicht Colosso. Dieser Colosso andere Song. Es gibt zwei Songs. Es gibt einmal dieses Colosso und es gibt noch diesen anderen Song, der so... Ich hab den Namen jetzt auch vergessen, aber egal. Der singt das, der fängt an einfach zu singen und du siehst, der eigentliche Sänger will die ganze Zeit so reingehen, aber der zieht voll durch, Bruder. Gunner fickt den komplett weg. Okay, nee, scheiß drauf. Das ist so wild, Alter. Das musst du dir mal geben. Geil. Das ist super. Ja, schick mal Link, Bruder. Ich kann nicht, mein Handy ist am Filmen. Ich hab nur gesehen, diese neue Leak von Offset und Don Toliver. Ja, Bruder. Das ist gestört. Bruder. Ja, Don Toliver. Warum kenn ich das nicht? Ey, Junge, ja. Das ist auch wirklich... Hängst du auf Reels oder was? Nur Talk ist aktuell. Bruder, ich bin auf High. Ich bin auf High, Bruder. Bruder, wir müssen Offset wirklich, ist auch... Wir müssen wirklich anfangen mit Kopfhörern, damit wir so Sachen direkt gucken können, Alter. Ja, safe. Dann können wir so ein Shit direkt abchecken und direkt laufen lassen, weißt du? Staffel 2, mein Bruder. Staffel 2. Mit neue Logo. 2026. Und neue Hintergrund. Oh yeah. Vielleicht. Vielleicht auch nicht. Vielleicht machen wir auch Downgrade. Man weiß noch nicht. Vielleicht setzen wir uns draußen in Regen. Das wäre aber eigentlich ganz geil so, ne? Draußen Regen? Ja, bin ich dabei. Nicht. Kein Bock. Auf jeden Fall nicht. Nee, Mann. Ja, finde ich geil, Alter. Gerade auf Ghana wieder, gibt ein bisschen LA-Vibes. Ja, ne? Ja, ja. Da, Alter, Bread and Butter. Ich weiß noch, wir haben diesen Tesla geholt. Und mit wem bin ich zuerst gefahren? Wir sind zuerst gefahren. Und vom Flughafen. Nur wir beide? Nee, mit Arif. Arif. Ja, stimmt. Arif. Und ich habe direkt mein Handy connected und der erste Song, den ich angemacht habe, war Bread and Butter. Alter, danach war... Ey, Junge, Alter, ja, der Song hat so diesen Trip geprägt, Alter. Ja, safe. Das war so geil. Aber es ist auch ein brutaler Song. Fühl ich auf jeden Fall auch. Aber so bei Deutschrap, keine Ahnung, ich habe keinen so... Gerade wo ich sag, boah, das ist übertrieben wild, ne? Ich habe letztens noch mal das Reezy-Album gehört. Dieses bisher best Album, ne? Muss ich sagen. Sehr starkes Album. Auch so zum Durchhören. Ist ein geiles Ding. Klar, der hat so ein bisschen dieses... Ding, ja, ist ein bisschen, geht ein bisschen Savage-Mode Richtung, halt wegen dieser Stimme halt so. Genau, wegen Samuel L. Jackson, Stimme auf Deutsch so, schlau gemacht. Aber ist trotzdem aber geil. Ist cool gemacht einfach. Ist nicht so, also ist schon angelehnt da dran auf jeden Fall, aber ist nicht so 100% gleich. Nee, kommt aber geil. Ja, finde ich geil. Also Props auf jeden Fall. Es ist nicht cringe, es ist... Ist nice. Ja. Safe, sehe ich genauso. Ja gut, er ist ja auch gerade auf dem Weg zu seinem Gyal. Ja, stimmt. Okay. Ich will mal wissen, wie der Typ aussieht, der die Samuel Jackson Stimme macht. Pass auf deinen Fuß da, ne? Ich sag, der ist weiß. Ja, kann sein, klar. Aber dann kriegt er diesen Text zugeschickt und denkt sich, was ist Gyal, Alter? Wir wollten auch mal für einen Song die Synchronstimme von Paul Walker holen. Ja, Paul Walker und wir haben auch mal Dings geguckt. Wer war das noch? Rome, ne? Ja, irgendwie so. Dass der Tyrese machen soll. Aber das war voll der Film, Alter. Das ging, also das war so viel Schreiberei, da hatten wir mir keinen Bock mehr drauf. Das hätte wahrscheinlich nicht wirklich einer gecheckt, so. Hätte keinen gejuckt. Ja, vielleicht kommt's ja noch. Mal gucken. Aber sonst,
Was auch noch davor rauskommt, das war aber, glaube ich, schon letztes Jahr, Ende letzten Jahres, fand ich von Kalim B2B, das fand ich übertrieben sick, Alter. Das ist richtig geil. Ja. Das auch, ist auch also geil. Ich muss auch sagen, 500, auch wenn ich mich ein bisschen ärgere wegen dem Beat. Ja, ja. Der ist sowieso, der macht am Arsch, Alter. Der ist, zu, also meiner Meinung nach, ist der aktuell der Beste in Deutschland. Ja, muss ich auch sagen, Alter. Also der Reezy macht auch halt... sehr stark. Ja, 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 die beiden sind schon... Also Reezy ist für mich Reezy mehr... Reezy und Kalim sind zwei verschiedene Schuhe. Genau, das wär, aber Reezy ist mehr das, was ich zum Beispiel im Auto hören würde. Ja, ich... Und mehr Club. Auf nicht so assi. Ja, nee. Weißt du, das deswegen, ist... Ja, Kalim ist ein bisschen mehr assi, ist aber genau, geil. Genau. Ja, mehr so Ladies. Sachen geisteskrank, Alter. Ja, safe. Der wäre mir auch... Also ich bin noch nicht so lange auf diesem Trichter, aber... Ich muss sagen, dieser Kolja Goldstein, ne? Bruder. Ich hab noch nie was von. Also, ich habe noch nie einen Song ist gehört. Ist geil, ne? Er ist so ist geil. Ein harter Assi, Alter. Ja, ist und geil. Ich feier das kaputt. Der hat so einen Flow, du erkennst ihn sofort, ja, ne? Das muss ich ja echt sagen, das ist echt Trademark. Ich fühle den auch. Kolja Goldstein ist geistkrank, aber ich glaube, der hat gerade ein bisschen Problems, so, ne? Also ja, der ist, nicht so der aktiv. Ist, glaube ich, abgetaucht, ne? Ja, ich glaube auch. Irgendwie sowas. Aber den feier ich auch, der ist der nice. Haps? Nee, ich glaube, der ist abgetaucht. Die waren... Achso, der ist weg. Der, ja, ist, also, der ist auch fluchtmäßig. Da gibt es auch so geile... Der war in Schweden, wurde seine Wohnung irgendwie geradet oder so. Also jetzt nicht geradet. Geradet, Bruder. Mein Bruder spielt einfach World of Warcraft gerade. Das ist krank. Lass mal einen Raid gehen. Kasanta. Der hat auf jeden Fall, also Durchsuchung, keine Ahnung. Die haben diese Wohnung auseinandergenommen, ne? Und danach war der weg. Krass. Ja gut, manchmal. Ey, Fun Fact, in jedem zweiten Kolja Goldstein Song geht's darum, dass ein Container verplombt ist, ne? Ja, boah. Fun Fact. Der Fun spielt Fact. Auch mit diesen Leuten, die kurioserweise gestorben sind. Ja, ja. Bei den Ermittlungen von, keine Ahnung, Mokro Mafia jetzt zum Beispiel. Mhm. So. Oder was hat der da noch? Ja, der Foltercontainer ist schallisoliert. Ja, mäßig. Ja, okay. So, der spielt sehr hart mit sehr harten Sachen. Ja, ja, auch nochmal. Was aber geil ist, Kollege von mir feiert den auch komplett. Fährt dann zur Arbeit, pumpt Kolja Goldstein, der Porsche verkabelt. Und dann ja, ja. Aussteigen, Aktentasche nehmen, ja, rein ins Büro. So, ne? Das ist auch geistesgestört. Und auf den würde ich sagen, mäßig, machen wir für heute zu, weil die längeren Folgen kommen erst irgendwann demnächst. Bei Staffel 2. Genau. Vielleicht machen wir auch Livestream. Das wäre auch wild. Bei machen Twitch. Wir sowieso nicht. 2026, we in. 2023 noch. Vielleicht 24 anfangen. Also 25. Also 27. Bis nächste Woche. Adi. Ciao.